Kurznachricht. Hinter dem hat ein neues Album. Amigo, amigo home. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo home. Nun saß er in zwei Sendungen. Im Kontrafunk mit Paul Brandenburg und bei Infrarot bei Ivan Rodionow. Seine CD lag auf den Tisch, aber so richtig kam man dazu nicht. Das will ich dann mal in Angriff nehmen. Ich werde Dieter schreiben. Aber jetzt, gleich in der Audiodatei, Mitschnitte aus der letzten Sendung mit Paul Brandenburg, Kontrafunk. Eine Sendung, die sich positiv entwickelt. Ging es anfangs sehr chaotisch zu, überwiegt jetzt das Gespräch Paul Brandenburg mit seinem Gast und 3-4 ausgewählte Hörer werden hinzugeschaltet. Mir hat die Sendung sehr gut gefallen. Befasste sie sich auch mit der Demonstration am 25. Februar 2023 vor dem Brandenburger Tor. Hier die ersten 7 Minuten. Paul Brandenburg live, der Polit-Talk mit Ihnen. Ihre Meinung, Ihre Fragen live und unzensiert. Heute zum Thema Aufstand für Frieden, ein Neuanfang für Deutschland. Rufen Sie an und diskutieren Sie live mit. Unsere Nummer ist 030 für Berlin 577 14 802. 50.000 Menschen haben am Samstag um das Brandenburger Tor herum zusammen mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer demonstriert für Frieden. Und fast 700.000 Menschen haben zuvor das Manifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterschrieben. Die Mainstream-Presse beeilt sich sofort, falsche Motive zu unterstellen, rechtsradikalen Unterwanderung und unlautere Absichten. Ist das so? Oder haben wir hier tatsächlich eine neue Bürgerbewegung vor uns, die, wie Sarah Wagenknecht sagt, das Potenzial hat, die Politik zu verändern? Mein Gast im Studio ist ein Enfant terrible der Linkspartei, Kritiker seiner Partei und bekennender Unterstützer des Wagenknechtskurs. Ich begrüße sehr herzlich Dieter Dehm. Lieber Dieter, schön, Hallo. Dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Dieter, 50.000 Menschen, das ist eine Hausnummer gewesen. Ist das ein Erfolg, mit dem du gerechnet hast, oder ist das, untertrifft das eher deine Erwartung? Nein, das habe ich so nicht erwartet. Wir hatten ja vorher, schon eine Woche vorher, in München eine Kundgebung. Da habe ich geglaubt, weil ich da mit Jürgen Totenhöfer Redner war, da kommen vielleicht 500, vielleicht 1.000. Und dann habe ich den Melchior gefragt, der das da moderiert hat, was erwartest du, sagen, mindestens mal 5.000? Ich sag, was? Und dann, die kommen ja aus der Corona-kritischen Bewegung, und dann waren das irgendwie 20.000. Also der Jürgen Totenhöfer, der den Platz kennt, sagen, es waren sogar mehr, der Platz fast nur 35.000. Das hat er mal mit Franz Josef Strauß gemeinsam am Königsplatz erlebt. Das war auch in Berlin schon eine Hausnummer, die ich so nicht erwartet hatte. Also ich habe gesagt, wenn sie 30.000 hinkriegen, ist das eine super Nummer. Und die Polizei hat dann, glaube ich, 13.000 draus gemacht. Und der Tagesspiegel hätte, glaube ich, 500 draus gemacht, wenn er noch länger da sich mit befasst hätte. Und so, aber das sind ja die, die sowieso auf Lügen abonniert sind. Aber da ging es ja dann los, nicht? Also die erste offizielle Zahl war dann 10.000, die Polizei sagt 13.000. Mhm. Und die Berliner Zeitung bestätigt nachher die Angaben der Veranstalter 50. Ja. Ich war jetzt selbst da, ich bin kein Profi im Schätzen, aber wenn ich das grob überschlage, komme ich auf deutlich über 30. Ich gehe davon aus, die Veranstalter wissen es besser. Völlig egal. Wir sehen an der Zahl, da ging das Framing los. Es ging ja schon vorher los. Du selbst hast hier einiges anhören dürfen. Du hattest die Frechheit besessen, der falschen Zeitung ein Interview zu geben. Ich habe das gar nicht kompakt gegeben, ja? Sondern ich habe das einer russischen Bloggerin gegeben, die es dann an kompakt weitergegeben hat, ohne mich zu fragen. Aber jetzt müsste ich die Frau verklagen. Da prüfe ich zwar, aber das wäre nicht so toll. Also wir sehen jedenfalls, und sind alles in allem, man versucht kräftig, diese gesamte Veranstaltung zu denunzieren, zu diffamieren. Ja. Es ist eine Veranstaltung von Extremisten, Rechten, von Querdenkern, von Corona-Leugnern, allem Schlechten in der Welt. Und gestern haben wir Sarah Wagenknecht, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen, wie ihr letztlich auch unterstellt wurde, sie unterstütze Vergewaltigung der Russen in der Ukraine. Mhm. Jetzt mal alles über einen Kamm geschert. Wie groß, glaubst du, ist wirklich die Chance unter diesem Feuer, unter diesen Diffamierungen, unter diesem Beschuss, dass da jetzt mehr draus wächst? Werden sich die Menschen davon beeindrucken lassen? Paul, ich habe ja einen immensen Nachteil dir gegenüber. Ich bin viel älter. Und ich habe als 17-Jähriger 67 in Frankfurt mit 150 Gegnern des Vietnamkrieges vor berittener Polizei gesessen. Dann habe ich später gegen die Atomraketen gestritten, war dann Bonner Hofgarten der Moderator und auch der Autor von dem ab dort am meisten gesungenen Lied, Das weiche Wasser bricht den Stein, habe für Willy Brandt dann dort auch Reden geschrieben und dann später auch die Auseinandersetzung um die Atomkraft erlebt. Und alles fing klein an.
Und zwar so klein und so diffamiert und so verlogen und so, würde man sagen, geframed, wie du dir das heute kaum mehr vorstellen kannst. Nur es wurde nicht gesagt, nach rechts offen oder rechts affin, sondern es wurde gesagt, du bist ein Fellow Traveler von Moskau. Aber der Mechanismus war exakt der gleiche. Und deswegen werde ich allergisch bei diesem Mechanismus, weil ich so viele meiner Freunde, Künstlerkollegen habe zerbrechen sehen unter diesen Vorwürfen. Aber man muss auf der anderen Seite wieder Mut machen, weil diese ganzen Bewegungen sind ja dann zu einem hegemonialen Faktor geworden. Über 30, 40 Jahre. Über 20, 30 Jahre. Man wird es nicht übertreiben, nicht zu viel Mutlosigkeit. Naja, ein bisschen alt bin ich auch schon. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ich weiß. Aber ich sag mal, beim Vietnamkrieg war es so, 67 waren wir 200, Frankfurt auf dem Opernplatz. Und wenige Wochen später waren wir 5000. Wenige Wochen später. Und Henry Nannen hat den Stern geöffnet für eine Vietnamkriegskritische Berichterstattung. Und plötzlich kamen Journalisten, wo du es gar nicht mehr Möglichkeit hättest. Die sehe ich jetzt nicht. Weil in den großen Mainstream-Zeitungen ist das Potenzial nicht mehr zugelassen. Das wird auch gar nicht erst angeworben und in den Beruf gelassen. Das kann man noch als sanfte Untertreibung formulieren, wenn wir uns anschauen, wie die großen Mainstream-Zeitungen und wie ARD und ZDF darüber berichtet haben. Ja. Man hat sich ja wirklich selektiv, also absolut vereinzelte Dinge rausgesucht. Ja. Schönes Beispiel ist der Elsässer-Auftritt mit dem Kompakt-Magazin. Ja. Ich habe mir das auch angeschaut. Da standen also 3-4 Mitarbeiter von Kompakt, 3-4 Aktivisten dagegen an, die sehr wirkten, als ob das inszeniert sei. Ja. Eine absolute Randerscheinung, die unterging in einem Meer von Menschen, die völlig frei waren von irgendwelchen politischen Symbolen. Das wird gezeigt bei ARD und es wird behauptet, es war eine Demonstration von radikalen Rechten und Wirrköpfen. Also der sah inszeniert aus. Vollkommen inszeniert. Und der Kampf geht doch auf Vernichtung, auf völlige Delegitimierung dieser Bewegung. Also wir sehen es doch in deiner eigenen Partei. Die Linkspartei spricht jetzt über den Ausschluss von Sarah Wagenknecht. Gegen dich läuft eh schon ein Ausschlussverfahren. Wird es die Linkspartei zerreißen? Da das Ausschlussverfahren läuft, Paul, bin ich etwas gehandicapt in der Aussage. Lass mich mal so sagen, im Moment gibt es in dieser Bundesrepublik ein zum Greifen nahes Vakuum. Seit eigentlich der Finanzkrise 2008 mit den falschen, bösartigen Mainstream-Antworten über die ganze verkorkste Gender-Mumpitz. Also nicht alles, was gendert, ist Mumpitz, aber wie sie es machen, ist Mumpitz. Dann die Corona-Kritik, im Grunde genommen auch das undifferenzierte Öffnen aller Grenzen. Damit, 2015? Damit Preisgeben jeder Nationalstaatlichkeit und jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Also du hast ein wachsendes Vakuum für eine neue Kraft. Und wenn es nicht von vernunftbegabten Menschen, die auch ein bisschen gelernt haben, historisch zu denken, zu lesen und so weiter, ausgefüllt wird, dann werden es vielleicht Rattenfänger und Demagogen tun. Deswegen meine ich, dass dieses Vakuum von vernünftigen Menschen, dazu zähle ich Sarah Wagenknecht, gefüllt werden müsste. Und das ist mit dieser Demonstration am Samstag näher gerückt. Die schwierige Frage: Abgrenzung links-rechts. Es wird von den Mainstream-Medien immer die sogenannte Querfront dämonisiert. Ja. Und Wagenknecht und Lafontaine haben beide im Vorfeld klar gesagt, wer reinen Herzens für Frieden ist, da spielt es keine Rolle, aus welchem Spektrum er kommt. Also ich ziele ganz klar darauf. Wie weit rechtsintegrativ, in Anführungsstrichen, rechts kann oder muss das sein, was Wagenknecht da auch in Bewegung bringen möchte? Also die Linke, somit auch ein Marxist wie ich, der ja darunter subsumiert wird, hat sich nun auch nicht in ihrer Geschichte stets mit Ruhm bekleckert, was die persönliche Freiheit anbetrifft. Übrigens nicht nur in der DDR und nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in der SPD. Also Berufsverbote und viele Einschränkungen. Deswegen ist die Vorhaltung an Andersdenkende von unserer Seite mit einer gewissen Demut und einer gewissen Verbeugung. Also ich komme jetzt nicht als der Oberlehrer und sage, ich habe schon immer alles richtig und jetzt ihr Rechten. Aber auch die Rechte muss verstehen, warum die Menschen Angst haben davor. Mein Konflikt mit Kompakt ist nicht, wenn die schreiben Frieden mit Russland. Ich glaube auch, dass sie das ernst meinen und nicht nur als Köder verwenden. Mein Konflikt ist,
wenn Sie sagen, wir müssen stolz sein auf die deutschen Kolonien der Kaiserzeit. Denn das bin ich nicht. Und wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen Rammstein weg haben, weil wir keine Kolonie der USA sein wollen, kann man nicht andererseits die Kolonien, die die Deutschen hatten, die hatten weniger Kolonien als die Briten und andere, aber sie hatten auch Kolonien. Da sagen die, waren doch alle ganz bejubelt. Ja? Also ich will nur einfach sagen, auch die Rechte muss verstehen, warum es Vorbehalte gibt gegenüber den Rechten und auch diesen Spektrum, was Kompakt vertritt. Und wenn das verstanden wird und dann auch darüber nachgedacht wird, wie man in bestimmten Fragen, sagen wir mal, die Demokratie stärkt und alles, was Antidemokratisches gemeinsam zurückweist, dann ist zum Beispiel meine Freundschaft mit dem Peter Gauweiler, der sich selbst als Rechter bezeichnet, früher stellvertretender CSU-Vorsitzender war, aber gegen jeden NATO... Früher war die CSU mal rechts, in der Tat. Aber dieser Begriff rechts ist doch gerade ein Riesenproblem. Ein Symbol. Der Begriff rechts ist ja einer, der als Abwertung befindet in Deutschland. Rechts ist verboten, rechts ist tabuisiert. Und das ist derartig inflationär verwendet. Alles ist rechts, was irgendwie abgekanzelt werden soll. Wenn es eine rechte Grenze gibt bei so einer Bewegung, wo verläuft sie dann konkret? Was ist ein Thema, was zu weit rechts liegt? Was ich finde, wer die Ermordung der Jüdinnen und Juden irgendwie rechtfertigt, wer die Ermordung der 27 Millionen Sowjetmenschen durch das deutsche Groß- und Bankenkapital, ausgeführt von Wehrmacht und SS und anderen, irgendwie rechtfertigt, wer der Meinung ist, gewerkschaftliche Rechte und Tarifverträge müssen auf den Mülleimer der Geschichte, wie das Jeff Bezos und Amazon vertritt, verkörpert eine Gefahr für die Demokratie, bei der ich eine scharfe Grenzlinie. Nur, lass mich gerade nur sagen, hier kommt der großartige Wiener Verleger Hannes Hofbauer ins Spiel. Der sagt, die neue Rechte sind die Grünen. Und das macht er fest mit dem freihandelsgrünen Gedankengut, mit dem Kosmopolitismus der Grünen, der jeden nationalstaatliche Grenze einreißen will, weil nur der Nationalstaat schützt den Tarifvertrag der Gewerkschaften im Betrieb. Tausendmal berührt, ein Lied, das nicht verführt, zum Bückling vor der Macht, ja das hat zugemacht. Zum Bückling untauglich, Dieter Dehn, der Bogen Corona und Krieg. Erstaunlich schnell kommt dieser Krieg jetzt plötzlich, der eigentlich schon lange da war. Es ist ja eine Illusion, jetzt zu sagen, dass der Ukraine-Krieg dann im Februar losging. Er tobt seit 9 Jahren, das ist eine historische Tatsache. Und nun plötzlich wird er von der Regierung präsentiert, als nun ist er akut. Stimmst du dem Anrufer dann zu sagen, das ist getimed? Man nimmt jetzt auch, um aus dieser Corona-Situation rauszukommen, nimmt man jetzt diesen Krieg und versucht, den als neues außenfeindartiges Element zu nehmen, um die Leute zusammenzutreiben? Ich plädiere eigentlich zunächst für eine Einheit in der Negation und nicht schon die anderen vereidigen zu wollen in der Position. Es muss nicht jeder, der jetzt gegen Krieg demonstriert, auch schon demonstriert haben gegen den Wahnsinn von Spahn und Lauterbach. Einen sehr intelligenten Höreranruf. Final. Mein Name ist Hans Krüger und ich spreche aus Osnabrück. Dort lebe ich, in diesem verträumten Städtchen. Es gäbe unendlich viel zu sagen. Ich will mich eigentlich auf einen oder zwei Punkte konzentrieren. Wenn Sie schon wieder anfangen, nach dem großen Führer, der großen Führerin zu suchen, so fing ja Ihr Gespräch an, ja. Kann denn Sarah Wagenknecht das machen? Ich halte sehr viel von dir und habe hohen Respekt. Aber dieses ständige Denken, jetzt muss der Führer, die Führerin kommen und die macht dann alles gut und alles richtig und die muss dann nur Charisma haben und so, das hängt mir zum Hals raus, sage ich Ihnen. Aber ich weiß, die Leute wollen das so, die wollen am liebsten wieder einen König haben, ja. Und das war ja der Tenor ihres Anfangs. Ich glaube, wir beide haben es nicht so gewollt. Es tut mir leid, Hans Krüger, das ist schon wenige Sekunden vom Ende unserer Sendezeit. Wir nehmen diesen Kritik mit und diesen Appell, dieses Führerkult, und ich glaube, Dieter Dehm das Schlusswort dazu, wenn Sie gestatten. Ja, das. Dankeschön. Also es geht um eine populäre Politik, die man auch an ökonomischen Standards festmacht. Und wenn dann Charisma dazukommt und Ausstrahlung, dann ist es natürlich wirkmächtiger. Aber wir stimmen zu. Aber er hat völlig recht. So. Vollkommen recht. Ja. Man ersetzt nicht die eine Lichtgestalt, die ins Dunkel führt, mit der anderen Lichtgestalt. Was aber bleibt? Amigo, amigo home.
Stein bis Rom singen wir Amigo Home. Montag, der 9. März 2023, der Tag nach dem 8. März, der Tag nach dem Internationalen Frauentag. Frauen in aller Welt sind gestern auf die Straße gegangen, um gegen Unterdrückung und Ungleichbehandlung zu protestieren. Der ORF berichtet auch von 20 afghanischen Frauen, die sich in Kabul versammelt haben, um für ihre Rechte zu demonstrieren. In Istanbul schenkte die Regierung als Gegenmittel Pfefferspray. Protestiert wurde auch in Griechenland. Es gab landesweite Streiks. Durch die Ausstände kam es in den Großstädten Athen und Thessaloniki zu Verkehrsbehinderungen und später auch zu Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und Polizei. Nach Frankreich. Präsident Emmanuel Macron will das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankern. Frankreichs Senat stimmte für die Anhebung vom Pensionsalter. In die USA über das Verhältnis zwischen dem konservativen US-Fernsehsender Fox News und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sind neue Details ans Licht gekommen. Man schreibt, Tucker Carlson, der prominente Fernsehmoderator, der Trump in seinen Sendungen offen unterstützte, habe den Ex-Präsidenten hinter den Kulissen gehasst. Das berichten verschiedene USA-Medien. Diese brachten eine seiner Meinung nach verharmlosende Sendung zur Kapitolerstürmung Anfang 2021. Tucker Carlson hatte Aufnahmen gezeigt, die den Angriff auf den Kongress wie ein friedliches Ereignis wirken ließen. Zitat Carlson, das waren keine Aufständischen, das waren Touristen. 41.000 Stunden Videoaufzeichnungen vom Vorfall wurden zur Verfügung gestellt. Der Chef der Kapitolpolizei kritisierte Fox News. Es seien bewusst ruhigere Momente herausgepickt worden, ohne Kontext über das Chaos und die Gewalt an diesem Tag zu liefern. Schauen Sie in die Aufnahmen rein. Interessant. Ein bisschen wie Kriegspropaganda. Da wird die Berichterstattung oft von Wünschen getrieben. Hier aktiv die Frankfurter Rundschau. Man berichtet von einem schweren Schlag für Russland. Kiew trifft ein Grizzly-System und sichert sich einen entscheidenden Vorteil. Grizzly ist ein kostbares Raketensystem der Russen. Der Münchner Merkur meint, Putin verliert mit Ungarn den letzten Verbündeten in Europa. Moment, ganz nah bei Ungarn ist auch Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Der hat Viktor Orban in der letzten Ausgabe interviewt. Der Merkur schreibt, Ungarn schwenkt um und will für einen NATO-Beitritt Schwedens stimmen. Daraus leitet er ab, die Regierung Orbans würde sich erstmals gegen Russland stellen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte positiv. Negativere Nachrichten lese ich im Ukraine-Live-Blog der Tagesschau. Putins pro-russischer brutaler aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Das Atomkraftwerk Saporische ist laut Betreiber nach russischen Angriffen erneut von der Stromversorgung getrennt. Explosionen werden auch aus Kiew gemeldet. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Entscheidung verteidigt, seine Truppen weiter in der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Bakhmut oder auch Artyomovsk zu lassen. Nach russischen Raketenangriffen sind mehrere ukrainische Regionen ohne Strom. Polen könnte MiG-29 Kampfflugzeuge an die Ukraine geben. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Russlands Präsident Putin im Krieg gegen die Ukraine auf Zeit spielen dürfte. Ebenfalls US-Geheimdienste, China wird Russland weiterhin unterstützen. In der Frage, wer für die Sprengung der Nord Stream Gaspipelines in der Ostsee verantwortlich ist, sieht NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach wie vor Klärungsbedarf. Zitat, was wir wissen ist, dass es einen Angriff auf die Nord Stream Pipelines gab. Oh Himmel, das war wieder die vermaledeite künstliche Intelligenz, die wir in unserem Studio eingebaut haben. Nein, das hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg so gesagt. Macht Nord Stream 2 auf. Zum Thema schreibt Dagmar Henn. Wochen nach den Enthüllungen des Journalisten Seymour Hersh, aber nur wenige Tage nach dem Besuch von Olaf Scholz in Washington, wird nun eine Geschichte präsentiert, wie ein paar Privatpersonen mal eben Nord Stream sprengten. Die Bundesregierung liefert. Henn zitiert Erich Kästner. Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Sie bezeichnet die Nord Stream-Geschichte, die neue, als lächerlich. Man habe auf Hinweise befreundeter Dienste hin eine Yacht untersucht und Sprengstoffspuren sowie gefälschte Ausweise gefunden. Dagmar Henn, es ist eine Sache, wenn die New York Times eine Räuberpistole veröffentlicht, um von den USA als Tätern abzulenken. Es ist eine andere Sache, wenn eine deutsche Regierung, deren einzige Existenzberechtigung die Vertretung der Interessen der deutschen Bevölkerung ist, folgsam die Klappe hält, wenn ein vermeintlicher Verbündeter mal eben die Existenzgrundlagen der deutschen Nationalökonomie in Stücke bläst.
Sie erinnert, die Bundesanwaltschaft ist weisungsgebunden. Henn meint, niemand auf diesem Planeten außer jenen Deutschen, die Tagesschau und Co. noch Glauben schenken, hält einen anderen Täter für denkbar als die Vereinigten Staaten. Gestern kursierten im Netz schon hübsche Bildchen von Navy Seals mit der Aufschrift »Wir definieren uns als pro-ukrainische Gruppe«. In Deutschland wird so getan, als bedeutet das alles nichts. Weder Wohlergehen und Zukunftsperspektive der eigenen Bevölkerung noch das Ansehen Deutschlands im Ausland. Er nennt doch einfach den US-Botschafter zum Gouverneur, dann wären die Verhältnisse wenigstens ehrlich. Dagmar Henn erwähnt auch die Vermutung, dass diese Erzählung der Einstieg sein könnte, das Projekt Ukraine fallen zu lassen, weil erstens die Niederlage nicht mehr verdeckt werden kann und zweitens die Vereinigten Staaten fürchten, sonst gegen China keine Chance mehr zu haben. Aber soweit das nicht an die Möglichkeit geknüpft ist, die Nord Stream Pipelines ebenso wiederherzustellen wie das Verhältnis zu Russland, ändert das nichts an der deutschen Misere. Und zu beidem ist das Berliner Personal nicht imstande. Es wurde mit solcher Vehemenz und in solcher Breite auf den unbegründeten russischen Angriffskrieg und die Solidarität mit der Ukraine eingeschworen, dass eine Rückkehr zur Vernunft ohne Komplettaustausch nicht einmal vorstellbar ist. Man kann es oft nicht verhindern, durch den Kakao gezogen zu werden. Die Bundesregierung hat beschlossen, ihn sichtbar und laut zu schlürfen. Sie erwartet von den Deutschen, es ihr gleich zu tun. Und Lust auf diesen Schluck? Ich habe Lust auf unseren Kolumnisten Jürgen Eger. Er befasst sich mit einer Begrifflichkeit, den Partnern. Nicht nur nebenbei. Jahrelang habe ich kritisiert, dass Putin, Lavrov und Tawarischtschi immer von unseren Partnern gesprochen haben, anstatt von den Feinden. Das hat sich nun jedenfalls erledigt, seit über einem Jahr. Dass ich es jetzt erst notiere, bedeutet wohl, dass ich dieses Partner-Gelabere nicht allzu sehr vermisst habe. Und noch einmal, der US-Geheimdienst Russlands Teilmobilisierung wird im Frühjahr und Sommer ihre volle Wirkung entfalten. Das Gebiet Cherson verstärkt sein Luftabwehrsystem. Daily Beast berichtet, Donald Trump würde sagen, er würde Russland erlauben, Teile der Ukraine zu übernehmen. Und ein weiteres Mal, US-Geheimdienste, sie gehen davon aus, dass Russland keinen direkten militärischen Konflikt mit den westlichen Ländern anstrebt. Ja, das leite auch ich aus der russischen Zurückhaltung ab. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses McCarthy lehnt Zelenskys Einladung zum Besuch der Ukraine ab. NATO-Generalsekretär Stoltenberg räumt die Übernahme von Artyomovsk durch Russland in den kommenden Tagen ein. Ukrainische Drohnen greifen die Strandpromenade von Energodar an. Manifest für Frieden, 9. März 2023, Stand 8 Uhr, 743.257 Unterschriften. Auf der Demo am 25. Februar sprach auch Hans-Peter Waldrich. Er schreibt im Overton-Magazin, Friedensstiftung als Feindpropaganda, Abwege einer moralisierenden Politik. Er fragt, wer steht hier eigentlich rechts? Die Friedensfreunde oder die Kriegstreiber? Die Welt eingeteilt in Gut und Böse. Querfront aller Orten. In jedem Fall böse, auch vor Ort. Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin. Er befasste sich mit dem Einsatz des Schlagers Imagine von John Lennon und griff damit tief in eine Sachkompetenz der kleinen Audiodatei. Lernen mit Schlager. Aber hören wir. Ja, das waren die berühmten Anfangsakkorde von John Lennons Song Imagine, geschrieben 1971, aber immer noch sehr, sehr populär. Zuletzt habe ich es gehört auf der Friedenskundgebung von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und schon habe ich mich wieder geärgert, denn Sarah Wagenknecht, bei allem, was man Gutes und Schlechtes über sie sagen kann, ist ja eine Vertreterin des Nationalstaates und gegen undemokratische Superstaaten. Aber in diesem Song preist John Lennon das Gegenteil. Imagine there's no countries. Stell dir vor, dass es gar keine Länder mehr gibt. Und auch der Rest von dem Song ist im Grunde eine Hymne für den Great Reset oder für die One World. Imagine there's no heaven. Stell dir vor, dass es keinen Himmel, keinen Gott gibt. Und imagine there's no possessions. Stell dir vor, dass niemand etwas besitzt. Das ist eben diese pseudokommunistische Zukunft, von der Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum träumt. Ich gebe Elsässer an dieser Stelle recht. Lächerlich die Feindbildzeichnungen der Mainstream-Medien.
aber mit erhobener Stimme. Lernen mit Schlager bleibt die Kompetenz der Audiodatei. Wolken, Regen, Schnee, perspektivisch wird es milder. Machen Alternative Music.